Jetzt wird es Küste und Bereich sichern. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Achtung, Achtung. Bereich wird gesichert. Bus schwenkt aus. Bus schwenkt aus? Ja, der Rucksack von Maestro. Es wäre cool, wenn man mit dem Rucksack jemanden umbringen könnte. Einer liegt verletzt auf dem Boden und Maestro packt den Rucksack an den Henkeln und schleudert den aufs Gesicht. Mach den lieber kugelsicher, damit sie da nicht wieder erschossen wirst. Oh, das wäre cool. Da kann ich gleich reinpacken und passt die da hinten auf. Da spricht der Rucksack die ganze Zeit so. Arschloch. Pessa. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter. Schulgebäude wird nicht gerannt. Sicher. Ich glaube jedoch einfach, das chillt. Dann schnappe ich mir noch von Montagne. Warum macht die da jetzt auf, Alter? Zum Zumachen. Hab bloß nichts mehr. Ja, vor allem hat sie mir erstmal. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter neutralisiert. Nicht in der Nähe aufhalten. 10 Sekunden noch. Dann klaue ich noch den Montagne sein Ausfahrbahnschild. Schweiß mir mit Maverick seinen Schweißbrenner ein Loch vorne rein, dann kommt das Alter da durch. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Mist. Nein, Außenkamera bleibt doch. Hammermann, wenigstens ein. Ash haben sie nicht mehr. Großes Fensterbillard geht auf. Die Kralle ist aktiv. In der Küchentreppe war gerade jemand. Unten. Hammermann hat irgendwo, glaube ich, ist hinten im Bad runter die Luke. Ja, die. Scheiße. Hinten beim Kino ist jemand, Kino. Gerber Ping. Ist tot, aber. Es wird gegrapscht, also. Ja, gut. Mann, das ist immer der falsche Moment, wenn du was anderes. Wollte auch meinem Teamkollegen helfen. Kannst du dich hier runter hinterroppen? Der andere ist auf dem Dach. Ich bin wieder ganz. Da sind wir noch auf dem Dach. Gegner gut. Eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trupp. Ich helf dir. Ein Kaubonbon zum Gesundwerden. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Mein böses Auge knüpft sich an Astro. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden.
Zeit. Wände wurden befestigt! Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden. Böses Auge einsatzbereit! Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Hört sich nach Quali an. EMP-Mann haben sie. Ja, Kali. Termit hatten sie. Immer noch EMP-Mann. Da bin ich nicht mehr. Der Hammermann war's, ne? Hammermann hat eine Granate weniger. Das Nestchen kann jederzeit aufmachen! Küchenfenster offen. Granate von Hammermann, zweites weg. Wenn sie den haben. Hammermann hatten sie, ja. Service. Kali ist auch. Ziel lokalisiert. Schade. Komm hier raus. EMP-Mann, mein Fenster. Küchenfenster. Das Nestchen kann jederzeit aufwachen. Sonnenaufgangsbar, EMP-Mann. Ah, Kali ist Haupteingang. Okay. Jetzt gehören Sie mir. Was gab's gleich? Nur noch ein Gegner übrig. Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Ich hab wieder einen durch das Kameraloch im Klo erwischt. Hast du ihn runtergespült? Nee, er lag draußen. Er wollte nicht. Die Thermitladung hätte sonst auch das Klo verstopft. Ach, kann man rollen? Die ist elastisch, die passt schon durch. Ist aber trotzdem zu dick. Wie gesagt, die ist elastisch. Einfach mal die Länge ziehen. Oder der Sog macht das automatisch, dann ist das Ding weg. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Billard. Die machen auch die Wand auf, wo wir vorhin noch hatten. Kaschel haben sie noch, den kennen wir schon. Ella ist das noch? Nee. Nee. Jetzt haben wir sie. Eine komische Ella. Schmeißt jemand eine Kontaktgranate? 10 Sekunden.
Guck, guck. 5 Sekunden. Schwarze Drohne auf weißem Hintergrund. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Ja, nicht hinlegen. Schade, dass wir keinen Fuse haben. Mist. Jetzt haben wir Fuse nicht dabei. Apparatewechsel nach der Vorbereitungsphase, das wäre was. Ich steck mal die Tür ab. Ich steck so eine Aufgangsbartür ab. Ah, Doc ist links in der Ecke. Ach, du warst es, Hawker. Ich hoffe, es sieht das so komisch aus, ey. Komisch, genau das Stichwort. Passt, Hawker. Doc, Wook habe ich, nicht Doc. Wie komme ich denn jetzt auf Doc? Sag dir Bescheid, da ist noch einer drin. Ja, ich weiß, der ist rechts hinter der Bar. Ich glaube, es wird gegrapscht. Ne, ist tot. Oder ne, es lebt noch. Dann gehe ich jetzt weit weg. Gebt ihr ein Zeichen, wenn ihr beide in der Wasserpfeife drin seid? Dann komme ich hinterher. Ne, ich decke noch ab. Ja, aber erstmal reinkommen. Da ist ein Loch in der Wand, du Nase. Na, sagt bloß Bescheid, wenn ihr beide drin seid, dann komme ich hinterher. Ich decke so lange ab. Hast du noch eine Kamera, Serafino? Ich decke weiter ab. Guck mal links in der Ecke, ob das auch noch. Also hinterm Tresen ist niemand. Jetzt bin ich hier. Da bist du schon. Kessel müsste da hinten bei der Couch sitzen, im Loch gegenüber von dir. Ich bin mit drin. Achtung, MG, in dem Loch in der Wand, da ist Kessel hinter der Couch. Okay. Im Raum drin oder beim Aquarium die Kraft? Es bleiben noch 5 Sekunden. In dem Loch Sekunden. Gegenüber. Es bleiben noch. Vision, jetzt sind wir im Aquarium. 5 Sekunden. Ah, hinterm Billardtisch, rechts am Fenster. Mit Sicherung. Biogefahrgutbehälter sichern. Nur noch ein Gegner übrig. Gut. Eigener Druck hat Gegner eliminiert. Es war aber keine Couch, wo der lag. Ja. Das ist ein Billardtisch. Ach so, das meinst du? Ich dachte die ganze Zeit an der Außenwand, ja, wegen Couch, wegen den Stühlen da. Dachte ich auch, ey. Billardtisch und Couch. Deswegen habe ich mich da hingelegt und mal drunter geschossen. Billardtisch hat auch ein weißes Auflage da drauf. Kannst du auch kuscheln drauf. Ist auch gar nicht hart auf den Kugeln. Ja, ich weiß, meine Ansagen sind immer total abenteuerlich hier. Und ich frag nur, die Couch beim Aquarium oder im Raum drin die Couch? Ich bin davon ausgegangen, dass es eine Couch ist. Du weißt aber schon, dass der Raum Billardtisch heißt, Billardraum heißt, oder? Nö, aber jetzt weiß ich's. Eieieiei. Wo Billard draufsteht, muss auch Billard drin sein. Heute machen wir uns einen gemütlichen Fernsehabend auf dem Billardtisch.
Oh, oh, oh. Jana hat da oben so zwei Schächte, das sind bestimmt Flammenwerfer aus Fahrten. Was schreibt der eine? Der schreibt bestimmt, das ist eine Couch, oder? Hm. Gut, jetzt haben wir alle gelacht, jetzt ist es aber auch schon ausgelutscht. Nee, das geht noch ein ganzes Jahr weiter. Oh, nö. Die sammeln doch immer so fleißig Gummien beim Fasslager auf Hereford. Zwei Runden, no mit oder kalt. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Die Bank ist sicher! Wir sind einsatzbereit. Der Stößender steht ja auch gut. Ganz schön schief, musst mal richtig ausrichten. Jetzt kippt er noch um. Knick in der Optik. Nur noch 10 Sekunden. Hast du wieder auf eine Billardkugel gesetzt, ne? Nein. Noch 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter nicht gefunden. Nur euer komisches Billard. Des Angriffs aufzuspüren. Weißt du überhaupt, was Billard ist? Ja. Sicher? Ja. Ist fast so ähnlich wie ein Pooltisch. Nach der Nummer. Boah, wie viele sind denn da? Scheiße, kein markiert. Was ist das denn, Ubisoft? Mann. Kacknasen, Gesichtsverein. Jetzt wird noch wild geballert. Wo sind wir denn hier? Ihr seid Vieh. Nein. Oh, 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 oh. Ich wechsle das Magazin. Oh, ah, da ist auch noch einer. Dafür haben wir aber ein Gedächtnis. Eine Couch. Nein! Ach, Störsender zerschossen. Wer hat einen Störsender zerschossen? Ein böser Bub hier, ein Gegner. Was sagst du jetzt? Ach, scheiße. In der Tür uns gegenüber vom Fasslager. Links schräg gegenüber. So vier haben sie auch. Sophia ballert hier. Okay, komm zurück. Ibana markiert. Kamera kaputt. Der Gegner versucht, die finden zu viele Gummien. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter aufgespürt. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Fängt ja gut an. Daher gleich nochmal. Kleinere Wunsch. Oh, jetzt kommt Clash. Ja, ich konnte nicht mehr zurück, weil ich hatte nur noch 7 HP und da waren ringsrum um mich Gegner. Dann mach dich das nächste Mal unsichtbar. Die wussten, wo ich war. Dazu müsst ihr aber erstmal Nock spielen. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. So viel Strom. Clash, Kite und Bandit.
Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Da rennen wieder so viele vorbei. Ja, markiert. Ah, diesmal. Ash, Park, Ying. Ich komme hier wieder an meine Außentür. Ash habe ich. Ist offen. Ja. Park ist tot. Bei Clash ist einer. Clash ist noch die Bahn als Beine. Nein, das Hammermann auch noch. Kacke. Hammermann und die Bahn bei Clash. Die Bahn an Clash. Die Bahn ist aber nicht gut. Die Bahn ist gut. Clash ist der Letzte. Gut, dann kann er keine Verstärkung aufmachen. Er hält lieber Clash da. Naja, nee, geh ich nicht vor, sterbe ich ja bloß. So lieber ein paar Minen hat schnell Typ. Stell dich da links in die Tür. Was für ein. Ach so? Stell dich. Ist aber rechts. Dass du Clash siehst. Da sind zwei. Da sind Tesser, Bruder. Finde ich auch nicht gut. Ja. Siehste. Finde ich nicht gut. Mission erfolgreich. Ich sollte nämlich ein paar Gummi mitnehmen, der arme Kerl. Und die Wand ist schon grün gepupst. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Ich guck mal im Keller. Dann guck ich auch. Keller ist sauber. Ganz oben ist Alibi, aber die ist da nicht, die Bereichssicherungsanlage. Die kommen alle hier hoch, Aurex ist da auch, ne. Ja, Jäger. Ich schätze, vorletzte Stockwerk. Ja, Jäger kam hier beim... 5 Sekunden bis zum Einsatz. Glaube bei dem Schlafzimmer, ja, hier. Gute Arbeit. Gerade noch rechtzeitig. Der Behälter wurde lokalisiert. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Na, lauf doch. Ja, schon dabei. Nicht meine Minecraft. Ich lade kurz nach. Ah, Alibi Kram. Am Fenster hier, auf der Nordseite, Alibi Kram ganz oben. Die Bahn. Alibi ist oben in der Ecke, wo die Luke ist. Ich lade nach! Scheiße, das Hologramm beschossen. Ein Hologramm weniger.
kann sich hier nicht ranschwingen. Alibi ist tot. Hier ist noch jemand im Treppenhaus, Gerberping. Hier oben ist noch jemand, Gerberping. Nein! Kacke. Läsion haben sie noch. Glaube ich. Okay, Läsion. Oryx ist streunern. Clash haben sie. Clash haben sie. Ein Komfort. Läsion wird halt oben scheiß. Schade. Läsion stark angeschossen. Halbe Energie. Ganz oben war er. Huch. Na, bist du in der richtigen Etage. Sekunden gleich noch. 15 Sekunden übrig. Es bleiben noch 10 Sekunden. Feindliche Aktivitäten. Die Sicherung des Behälters fortfahren. Stopp die mal. Drei Lebenspunkte, ach du Kacke. Der eigene Trupp konnte den Behälter nicht rechtzeitig sichern. Der Gegner gewinnt. Zur Rechten. Weiß nicht, wer war denn hier? Warum kommt Maverick nicht, Anna? Mann. Aber wo ist der denn lang gekommen, der Maverick? Ich hab doch da an der Luke habe ich Dings platziert und an der Chio. Du meinst den Oryx? Ja. Okay, weil du Maverick gesagt hast. Ja. Wollte auch wissen, wann Maverick ankommt, aber mal, was der macht. Der kann die Luke hochhüpfen, da ist eine Luke hinterm Bett, wo er herkam. Nee, der ist ja. Nee, der kam ja vom Bad aus. Da, wo ich lang gegangen bin. Und ich habe ja oben an der Luke was angebracht und an der Tür gehen. Aber. Wenn's ganz blöd lief für ihn, dann hat er dich erstmal gesucht, obwohl schon gesichert wurde, und ist erstmal von dem Raum der Sicherung erstmal zum Klo rübergerannt. Ich hab ja an der Tür, da wo das Bett drin ist, auch. Erdgeschoss. Oben ist sauber. Erdgeschoss. Oben ist sauber. Klavierzimmer, ja. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Garage ist eine von 10 Sekunden also bis zum Einsatz. Ja, jetzt ist verstanden. 5 Sekunden bis Einsatz. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Oder ich habe das vorhin nicht gehört, weil es war ja eine Explosion zu hören. Stärke, wait. Ah, Clash ist. Ja, die gibt mir hinten einen Schaden. Wo ist denn der liebe MG? Ich bin auf dem Dach. Bei Mai habe ich. Ist noch jemand auf dem Dach? Granate geworfen. Hauen wir sie weg. Boah, ich habe die Welle bisher gekriegt, ey. Jawohl. Es hat funktioniert. Zweiten Dachtyp habe ich. Clash ist tot. Ja, ich habe sie mit der. Ein Gegner verbleibt. Dann ist der Oryx hoffentlich nicht hier oben.
Nein. Okay. Gut. Waren wieder zwei auf dem Dach. Was auf dem Dach? Ja. Na, Dachboden. Ein Dach schießen. Weil man Mai das Ding abgefangen hatte. Aber gerade noch rechtzeitig umgebracht. Ups. Ja, aber schön Clash mit dem Ding weggehauen, ey. Und sehe auf ihn ein bisschen. Nein, Glück war keine Willkommensmatte dahinter. Hatten ja nicht was. Na, ich sag's ja. Ein Glück war da keine Willkommensmatte. Du und deine Frau Frost, ey. Hätte jetzt eher mit einer Läsionsmine gerechnet, da. Ja, aber lustig gewesen, wenn Hawkeye dafür verantwortlich wäre, dass Serafina die Willkommensmatte fliegt. Was, die Serafina war draußen? Ich war draußen, ich hab die Druckwelle von Nomad draußen noch mitgekriegt, wo ich einen Stock über ihm war. Ist ja wie mit dem Kerlchenmann-Zeug, was auch durch Wände geht. Erstes OP. Kinderzimmer, wa? Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Bettzimmer. Kinderzimmer ist eins drüber. Unten geht bloß Garage, Esszimmer und. Der letzte ist Westenmann, ne? Der Westenmann. Nee, der letzte, nicht der letzte, aber einer von denen ist der Westenmann. Einer ist Westenmann. Was ist das? Kennen wir schon. Ach, ist Banditen. Ja, Banditen. Ah, die mit ihren Kack-Outfits. 5 Sekunden bis Einsatz. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Ja, bestimmt wieder Clash. Ich bring mal auf dem Dach wieder zwei um. Auf dem Dach? Das ist doch kein Dach, Rudin. Doch. Weg da. Oh, das ist schon offen. Vorsicht, gelber Pinktür, ist jemand? Na, wieso? Das ist jetzt uncool. Da ist trotzdem jemand. Ja, das andere Fenster gerade aufgeschossen. Oh nein, ich gehe hoch. Ich falle. Deine Rettung ist da. Dankeschön. Vision haben sie. Vision, okay. Ist das Echo? Vision habe ich. Aha. Traktorfenster ist noch jemand? Komm, legen. Jäger habe ich. Immer noch einer Dachboden, hat mich. Einer Dachboden? Westenmann. Westenmann, der letzte. Dachboden. Gegner übrig. Dachboden Westenmann. Biogefahrgutbehälter sichern. Gerät in Position. Sicherung des Behälters einstellen. Ah, Maverick. Nein. Die entscheidende Runde. Nein. Nee, der war auf der Höhe. Ja, aber der ist durch die Luft gefallen gewesen, deswegen musst du wieder von der Treppe hoch. Kacke. Schade, schade. Wieder eine spannende Partie und diesmal haben wir leider knapp verloren, aber es war halt schön spannend. Es hat halt Spaß gemacht. Ich gehe gerne oben rein bei Herford. Das sind auch immer Gegner und man kommt da auch ganz gut rein. Hab meine Stelle zum Reingehen auf jeden Fall gefunden. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.